Frank Armin Hanebot, der auch unter den Spitznamen Steintorkönig und der Lange bekannt ist, ist ein Bordellbetreiber aus Hannover. Er war zuvor Präsident des Hannoveraner Charters der inzwischen aufgelösten Hells Angels. Hanebot wurde am 12. September 1964 in Garbsen-Osterwald geboren. Hanebot stammt aus einer Familie des Bürgertums. Sein Vater war ein Berufsschuldirektor und seine Mutter eine Chefsekretärin. Trotzdem entschied sich Hanebot während seiner Ausbildung zum Zimmermann für eine Karriere im Rotlichtmilieu. Ab 1983 arbeitete er im Steintorviertel, dem Rotlichtviertel von Hannover. Nebenbei bestritt er zwischen 1991 und 1996 vier Kämpfe als Profiboxer im Schwergewicht. Im Jahr 1995 trat er dem Bones MC bei, welcher damals der größte Motorradclub in Deutschland war. Hanebot wurde Präsident des Hannover Kapitels und spielte 1999 eine maßgebliche Rolle beim Zusammenschluss der Bones mit dem international agierenden Motorrad- und Rockerclub Hells Angels. In seiner Position als Präsident des Hannover Kapitels der Hells Angels war er einer der einflussreichsten Mitglieder der deutschen Abteilung. Während der Friedensverhandlungen mit dem rivalisierenden Bikerclub Bandidos an Pfingsten 2010 war er der Verhandlungsführer der Hells Angels. Gemäß Ulrich Detroit, der die Hells Angels verlassen hat, versuchte Hanebot den Posten eines Deutschlandchefs für sich zu schaffen, scheiterte jedoch daran. Frank Armin Hanebot, auch bekannt als Steintorkönig oder der Lange, war ein Bordellbetreiber in Hannover und der ehemalige Präsident des aufgelösten Hells Angels Charters von Hannover. Während seiner Zeit als Anführer der Bones in Hannover Mitte konnte er seinen Einfluss im Rotlichtviertel am Steintor vergrößern. Er und seine Rocker versuchten im Jahr 2000, ihren Einflussbereich nach Lüneburg und Hamburg auszudehnen, wurden jedoch von der Hamburger Polizei gestoppt. Nachdem er wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden war und 3,5 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, beschränkte er seine Aktivitäten wieder auf Hannover. Hanebot kontrollierte über mehrere Tochtergesellschaften den Großteil der Tanzclubs, Bordelle, Sexshops und Pornokinos am Steintor, und seine Hells Angels hatten ein Monopol im Bereich der Türsteherdienste aufgebaut. Im Konflikt mit den Bandidos bauten die hannoverschen Hells Angels ihre Führungsposition im norddeutschen Raum aus. Hanebot konnte nach und nach den Ruf einer gesellschaftlichen Größe in Hannover erlangen, indem er das zuvor zwischen Albanern, Russen und Türken umkämpfte Steintor befriedete, was ihm Respekt und Anerkennung einbrachte. Er konnte auch die Lokalpresse auf seine Seite bringen und sich ein Netzwerk unter den Honoratioren der Stadt aufbauen, insbesondere durch seinen Anwalt Götz Werner von Fromberg. Im November 2011 kündigte Hanebot seinen Rückzug aus dem Sicherheitsgewerbe im Steintorviertel an. Im Mai 2012 durchsuchten Beamte des Landeskriminalamtes Niedersachsen und der GSG 9 sein Anwesen in der Wedemark im Rahmen einer Razzia. Im Juni 2012 beschloss der Niedersächsische Landtag einstimmig, ein Verbotsverfahren gegen die Hells Angels zu prüfen, und eine Woche später löste sich das Hells Angels Chapter Hannover auf. Im April 2013 stellte die Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Auftragsmord gegen Hanebot mangels hinreichenden Tatverdachts ein. Im Mai 2014 entschied das Amtsgericht Kiel, dass Hanebot einen Anspruch auf Entschädigung für die Zerstörungen auf seinem Grundstück im Rahmen der Durchsuchung hat. Die Höhe der Entschädigung wird durch die Kieler Staatsanwaltschaft geprüft. Am 23. Juli 2013 wurde Hanebot auf Mallorca festgenommen. Er wird als Anführer des Hells Angels Charters Spain beschuldigt, eine kriminelle Vereinigung gebildet, illegale Prostitution gefördert, Drogenhandel betrieben und Geld gewaschen zu haben. Nach 4 Wochen Einzelhaft wurde er im September in normale Untersuchungshaft überstellt und im Oktober mit 17 weiteren Verdächtigen nach Madrid gebracht. Im Dezember desselben Jahres wurde er in den Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses in El Puerto de Santa María in Südspanien verlegt. Ein Ermittlungsrichter entschied am 22. Juni 2015, dass Hanebot weiterhin in Untersuchungshaft bleiben muss, da die Gefahr besteht, dass er Zeugen beeinflussen, Beweismaterial vernichten oder fliehen könnte.
Die Untersuchungshaft in Spanien kann bis zu 4 Jahre dauern. Im Juli 2015 wurde Hanebot gegen eine Kaution von 60.000 Euro aus der Untersuchungshaft entlassen. Zunächst musste er sich täglich bei der spanischen Polizei melden. Seit Juli 2016 muss er nur noch einmal wöchentlich bei der Polizei erscheinen. Im Juli 2017 heiratete Hanebot seine langjährige Freundin Anne-Sara Naumann in Bissendorf bei Hannover. Im Juni 2018 kehrte er mit der Eröffnung einer neuen Bar in der Schulwindstraße in den hannoverschen Rotlichtbezirk zurück. Im Februar 2019 wurde Hanebot von der spanischen Staatsanwaltschaft angeklagt. Ihm drohen 13 Jahre Haft. Er und 45 weitere Personen wurden angeklagt. Der Prozess gegen Hanebot und die 46 weiteren mutmaßlichen Ex-Mitglieder und Helfer der Hells Angels begann am 23. Januar 2023 vor dem Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid. In der Krimiserie Tatort wurde im Dezember 2012 eine Doppelfolge mit den Titeln Wegwerfmädchen und Das Goldene Band im ersten Programm der ARD ausgestrahlt. In der Figur des Rotlichtkönigs und Rockerführers Uwe Koschnick wurden deutliche Anspielungen auf Hanebot gemacht. Auf die Filme angesprochen, äußerte sich Strafverteidiger Götz Werner von Fromberg, dass er in seiner 37-jährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt in Hannover das Thema Zwangsprostitution, das in dem Krimi behandelt wurde, in dieser Form noch nicht begegnet sei.